Alright, Ladies and Gentlemen, es ist wieder soweit. Ich weiß, ihr habt gar keinen Bock drauf, ist mir aber egal, weil die CPM auf dem Reaction-Channel von den 15 Frauen versus Videos gehen übelst dumm. Deswegen reacten wir heute auf 15 Frauen versus Kelvin. Ich weiß nicht, ob ihr Kelvin kennt. Kennen alle Kelvin? Also Marsha und ich gucken ja immer so Temptation Island und sowas und er ist halt eine übelste Legende von Trash-TV. Er ist sehr witzig. Ich glaube, die meisten Leute kennen ihn, I guess. Wir haben dem Temptation Island Star Kelvin Klein 15 Frauen im Speed-Dating gegenübergestellt. Das ist Kelvin vs. 15. Oh mein Gott. Jo, was geht ab? Ich bin Kelvin und wir spielen heute 15 vs. Kelvin. Okay, das Geile ist, er hat in seiner Insta-Story das auch beworben. Und ich glaube, die Girls, die da heute sind, sind anders als die sonst. Ich glaube, da sind eher so Girls, die sich auch so bei so Temptation Island bewerben oder bei so diesen Dating-Formaten. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das wird eine Premium-Folge, for real, for real. Hi, ich bin Jana, ich bin 20 Jahre alt und vielleicht bist du meine nächste Temptation. Oh. Ach nee, Digga, Zabex ist wieder dabei. Digga, find's auch geil, wie sie von 5 Leuten, die dabei sind, Zabex einfach keinen Platz auf der Couch angeboten haben. Mega korrekt. Zabex muss einfach unten sitzen, Bro. Oh, krass. Vor allem Revi, der Gastgeber, sitzt auf der Couch. Anstatt Revi als Gastgeber sagt, ey Bro, du bist mein Gast, setz dich gerne hier hin. You know? Das Spruch auf jeden Fall. Wie geht's dir? Wo kommst du her? Ich komme aus Bochum. Du? Aus Bochum. Ich komme aus Aachen. Ist ja nicht weit weg. Nee, ist nicht weit weg. Schöner Schmuck. Danke. Deiner auch. Ist auch Gold. Passt schon mal. Digga, ich werde dich zurück. Dankeschön. Seit wann bist du Single? Mann, Digga, es ist so geil. Guck dich einfach an, wie Kelvin da steht. Seit 2 Jahren. Was? Fliegst du dich in Urlaub? Digga, der ist richtig. Der ist aber auch im Angriff. Der Mann ist hungrig. Ich war schon im Urlaub. Wo? Dubai, Amsterdam und Ibiza. Okay, du bist weiter. Danke. Hi. Bro, sie ist ja ganz anders als die erste. What the fuck? Lina, ich bin 18 und ich spiele Minecraft. Bro, ich glaube, die sollte bei Hugo dabei sein. Ich glaube, die haben da irgendwas abgefuckt. Was ist Minecraft? Ach, dieses Spiel. Ja. Bist du Gamerin? Ja, ich kann auch Fortnite tänzern. Dann mach mal. Oh, oh mein Gott. Krass, Alter. Ja. Okay, und machst du? Ach, krass, Alter. Oh, Mann. Guck dich einfach nur optisch diese zwei Charakter an. Bro, das fittet einfach gar nicht. Digga, ey, ich finde einfach, Kelvin sieht auch einfach so aus, als hätte man so bei GTA einfach auf so randomized so einen Charakter erstellt. Auch einfach so random mit dieser Gucci-Bauchtasche, diesem Tanktop, der Cap, oben gucken diese Haare noch raus. Digga, es ist so geil. Und dann links einfach so ein Gamer-Girl-Bro, was so Minecraft und Fortnite spielt, so im 82. Monat Reef TV abonniert hat. Digga, es fittet gar nicht einfach. Es fittet überhaupt nicht. So Twitch und so? Streaming? Oh, hab ich mal manchmal, aber mein PC ist so kacke. Du, ich hab leider gar nichts mit Gaming zu tun. Ja. Ich kann mich leider mit Gaming gar nicht identifizieren. Es tut mir leid. Aber ehrlich. Passt doch nicht. Ich kann leider nicht zocken. Nur FIFA ein bisschen. Oh ja, ist auch gut. Und GTA. Auch gut. You tried. Ja. Ja, vielleicht sieht man sich mal online. Oh nein. Vielleicht sieht man sich mal online. Erstmal schön in der Runde FIFA. Wollt ihr auch mal bei einer Folge 15 dabei sein? Dein Maul, nein! Hallo, ich bin Nadine, 24 Jahre alt und ich hab dir was mitgebracht. Was ist das denn? Eine Brille? Ich hätte dir auch eine rosa-rote mitbringen können, aber die brauchst du bei mir nicht. Ach geil, wo kommst du her? Nähe Köln. Nähe Köln? Und was sind deine Hobbys so? Was sind deine Hobbys? Unterschiedlich. Sport, Zocken. Was zocken? Horror, Minecraft, also was. Bro, Nojo, die haben da irgendwas abgefuckt. Das sind die Mädels, die bei Hugo sein sollten. Bruder, er hat jedes Mädel gefragt, zockst du irgendwie Fortnite? Zockst du Minecraft? Und dann waren das so Onlyfans-Girls. Bro, und jetzt sind auf einmal hier bei Kelvin Klein Temptation Island Trash TV Star. Kommen jetzt auf einmal die Minecraft-Gamer oder was? Spielst du auch so viel Computerspiele? Ja, schon. Mehr oder weniger. Ich habe gerade die Vorgängerin deswegen rausgekickt. Machst du das dann nochmal? Wäre langweilig, oder? Oh, 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 oh! Ja. Wäre eigentlich ja, aber die Brille hat dich jetzt weitergebracht. Du bist weiter. Ja, ja, cool. So sind schon die besten Beziehungen entstanden. Oh, oh. Hi. Hi. Wie geht's? Alles klar? Ja, bei dir? Ja, klar. Was bist du für eine Landsfrau? Türken. Was bist du für eine Landsfrau? Danke. Können wir ja mal Döner essen gehen? Ja, gerne. Hättest du Bock? Ach, ja. Ja. Was sind deine... Bro, ist das scheiße. Deine Hobbys, was machst du so in deiner Freizeit? Partys. Partys? Ja. Ah, okay. Und kochen. Kochen? Ja. Kannst du gut kochen? Ja. Was denn so? Was kannst du am besten kochen? Keine Ahnung, was du willst. Adana Kebab. Tschüss. Ja, die Lache, Junge. Bro, wer ist der Typ, Digga? Auf einmal ist Revi weg. Adana Kebab. Tschüss. Ja,
Digga, Revi hatte noch irgendwie Business-Termin, Digga. Haben die einfach jemanden, haben die einen Double hingesetzt hier oder was? Bro, was ging da ab? Revi musste kurz eine Immo kaufen oder was? Bro, dachten die, das fällt niemandem auf oder was? Stunt-Double. Selbst Revi selber hat keinen Bock, Bro, auf seine Videos. Egal, du bist trotzdem weiter. Ja, lass ja, mal drücken. Ja, natürlich. Geil. Hallo, ich bin Liv, ich bin 18 und Bro, wirklich, die haben die Hugo-Mädels da reingepackt. Das sind die, die bei Hugo irgendwie leider nicht konnten, weil die krank waren. Und jetzt sind die hier. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich eine richtige Katze, würde ich alle meine neuen Leben mit dir verbringen. Boah, oh, krasser Spruch auf jeden Fall. Ist das so ein Kinky-Outfit oder so? Nö, das ist ein ganz normales Outfit, so laufe ich auch rum. Ja, okay. Und wie kommst du dazu? Also, aber du bist jetzt nicht irgendwie... Wie kommst du darauf? Alternativer Kleidungsstil. Ah, okay, verstehe, cool. Und wie alt bist du? 18 hast du gesagt, ja, ne? 18, ja, genau. Du, leider, 18. Ich glaube, du bist dann, warte mal, 18. Ich bin 31, wie viele Jahre älter? 30. Bro, er ist 31 und das Geilste ist, ne? Er macht halt immer so auf Fick oder er ist halt so ein, ne, so, ihr checkt schon den Vibe von dem Guy. Digga, er wohnt einfach noch bei seiner Mom, ne? Was jetzt nicht schlimm ist, aber so, ich finde, das ist so ein geiler Kontrast einfach. 13 Jahre älter, leider zu jung. So ein geiler Kontrast. Schön, was ich danke dir. Er findet auch immer einen guten Grund, ja, um abzusagen. Ja. Hallöchen. Hi. Ich bin Lina, 23 und ich habe tatsächlich eben mein neues Bett aufgebaut und das wäre bereit für einen Belastungstest. Ja. Digga, Mike ruft mich schon wieder an. Oder Zabex. Hallo? Hallo, Freund Kevin. Jo, was geht? Was geht ab, Mann? Ich hoffe, du hattest eine coole Zeit im Urlaub und dir geht's gut. Ja, Urlaub war geil, ja. Ey, danke, dass du fragst, voll korrekt, voll random. Ich guck gerade ein Video, wo du drin bist. Ach, wirklich? Ja, hey, mega komisch. Was ein Zufall. Wie findest du denn das, dass ich da dabei bin? Du fragst dich bestimmt, hey Mikey, wieso sitzt du auf dem Boden und ich mit deinen Freunden auf der Couch? Du, das kann ich dir erklären, Kevin, falls du dir diese Frage stellen solltest. Revi ist ja sehr reich, trotzdem ist die Couch sehr klein. Auf die Couch passen im besten Fall drei Leute, da haben sich jetzt vier raufgequetscht. Und da ich ein Gentle-Mike bin, habe ich gesagt, hey, passt mal auf, ihr Chayas, habe ich gesagt. Habe gesagt, hey, setzt euch da gerne auf die Couch, ich setze mich auf den Boden, das ist für mich gar kein Problem. Ich bin ein sehr massiver Mann, ich gehe auch pumpen. Ey, Mike, die Verbindung ist schon wieder unfassbar. Nee, ich bin noch nicht fertig. Deswegen habe ich gesagt, ich setze mich gerne auf den Boden, nehmt da bitte Platz, ja? Ja, ich bin gerade im Tunnel, Bro. Ich würde dich dann anrufen. Ich leg als Erster auf. Ja, Gentle Mike. Gefickt. Ach, Bruder, Zabix Beste, ne? Ich liebe den. Also heißt Sex beim ersten Date kein Problem, oder was? Ja, beim ersten jetzt nicht unbedingt. Okay. Beim zweiten können wir drüber reden. Und hast du irgendeinen Fetisch oder so? Digga, wirklich, da muss ich meine favorite Dating Story erzählen. Ich hatte auch mal ein Girl gedatet, die das meinte. Und dann hat die aber einfach gesagt, ich soll bei der halt einfach übernachten. Und dann können wir einfach früh rummachen, wenn wir dann aufwachen. Digga, das war die beschissenste Logik. Das check ich bis heute nicht. Das macht keinen Sinn, Bro. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, beim ersten jetzt nicht unbedingt. Okay. Beim zweiten können wir drüber reden. Und hast du irgendeinen Fetisch oder so? Da so rede ich jetzt mit dir hier nicht drüber. Stark an jeder, stark an. Wie kommst du denn zu den kurzen Haaren? Mein Glätteisen ist kaputt gegangen und dann war ich sauer, dann bin ich zum Friseur und hab meine Haare auf 3 mm abrasiert. Auch mutig, stark. Krass. Weil ich mag echt, Kurzhaare ist gar nicht mein optisches Gefallen. Nee. Mit Kurzhaaren, nein. Deswegen tut es mir leid. Nächstes Sie kann es aber aufpullen, finde ich. Sie müsste sie nur noch kürzer machen, finde ich. Mal. Ich finde, die sind so ein Stück zu lang schon wieder. Sie hat auch richtig stark, sie hat so getan auf so sexy Girl. Und dann war sie immer super shiny dann auch. Hi. Hi. Ich bin Angelina, 22 aus Köln und ich würde mich freuen, die neue Muse für die neuen Songs zu werden. Was eine Muse? Das ist eine Muse, habe ich mir gedacht. Was ist eine Muse? Das ist die Inspiration für die Songs. Ah, okay, kannst du Songs machen? Nein. Digga, oh Mann, Alter, Bruder, die beiden reden ja komplett aneinander vorbei. Nein, aber du ja offensichtlich. Ja klar, aber finde ich cool, schon mal auf jeden Fall, dass du weißt, dass ich Mucke mache. Stehst du auf Romantik? Schon, ja. Was ist schöner, Sternenhimmel oder Sonnenuntergänge? Sonnenuntergänge. Falsche Antwort. Ich hätte jetzt gesagt, Sternenhimmel hätte ich weitergelassen. Leider falsch. Alles ich bin ein Sternenhimmel-Fanatiker. Kein Ding.
Bro. Hi, what ich bin Kia, ich bin 21 und wir können gerne mal zusammen ins Gym und danach kannst du beim Cardio meine Beine zum Zittern bringen. Moin, Alter. Ey, krass, hast du den selber ausgedacht oder hast du den gegoogelt? Den habe ich mir selber ausgedacht. Krasser Spruch auf jeden Fall, den merke ich mir. Und was machst du sonst in deiner Freizeit so gerne? Ich bin gerne auf Autotreffen bei meinem Tätowierer. Das heißt geil, Autotreffen, schön Dorftanke um 2 Uhr nachts, den viel zu tiefen, halb auseinanderfallenden mit so einer riesen Box im Kofferraum getunten BMW vorfahren. Absoluter Traum, Junge. Autotreffen? So Tuning-Treffen. Und schön erst so eine Billig-Energy aufknacken. Das schmeckt. Geil! Würdest du gerne weiterkommen? Ja, gerne. Sehr gerne. Ja. Ja, komm, weiter. Ja! Hi. Hi. Ich bin Caro und für dich kann ich auch ein Ass sein. Das wird sie nicht checken. Mann, Mike, weil du dumm bist. Ein Ass? Ja. Oh, krass. Hat sich jetzt auch noch gereimt, ne? Wie sieht dein Traumurlaubsziel aus? Kevin, das hast du niemals gecheckt, Bro. Gute Laune. Wo war dein letztes? Mallorca war ich auch. Am Baller, Ballermann? Nee, da nicht. Ach so, einfach chillen eher. Ja, chillen. Du bist ja so chillig und so am Start, ne? Mhm. Ja, weil es ja. Mann, Bro, die beiden viben auch überhaupt nicht einfach. Digga, da ist kaum eine dabei. Da war bis jetzt eine dabei, die mit diesem Oceans Apart Top und Oceans Apart Leggings, die Türkin. Das war die einzige, wo ich sagen würde, okay, das fittet irgendwo. Aber ansonsten, Bro, hat er bis jetzt noch nichts gefittet irgendwie. Das Speed-Dating, wir haben ja nicht genug Zeit. Ich darf leider nur liebe 7 Leute weiterlassen, deswegen tut mir leid. Kein Problem. Aber du bist cool. Danke. Ja, wir sehen uns im Nether. Ey, wo? Wir sehen uns im Nether. Wo ist das denn? Minecraft, kennst du nicht. Also ich zock ja gar nichts. Ja, deshalb. Ist aber cool. Ja, kann sie gleich Stegi mitnehmen. Cool. Ach so, ja, okay. Alles klar. Mann, Bro, das sind wirklich die Girls, die bei Hugo hätten sein müssen. What the fuck? Hi, ich bin Lauren, ich bin 24 Jahre alt und freue mich, dich kennenzulernen. Hi, geht's dir gut? Ja, und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Zockst du auch Minecraft? Digga, ist das ein Teil dieses Formats? Früher, heute nicht mehr. Was zockst du heute? Gar nichts mehr. Ich guck nur noch deine Reviews von Temptation Island und alles. Ja, da bin ich so lieber ein Trash-Liebhaber geworden. Bist jetzt auf Trash umgestiegen, vom Gaming auf Trash. Ja, Mann. Besser ist das. Leider nein. Es tut mir leid. Nächstes Mal. Aber danke schön für den Support und danke, dass du hier warst. Hat mich gefreut. Wir haben ein Feldtreffen draus gemacht. Ich finde die Frisur von Kelvin, wo so oben aus der Cap so das so hochgestylt ist, das ist so, wenn man so mit 13 so, da hatte man so diese Frisur, wo man vorne so diese Schanze hatte. Checkt ihr? Man kam von Friseur und hatte dann so vorne so, das ist so richtig weird, einfach alles war kurz. Und dann vorne war so eine Sprungschanze einfach hochgekehlt. So, wer dachte sich, das ist eine geile Frisur, Bro? What the fuck? Leider nein. Es tut alles mir gut. Leid. Nächstes Mal. Aber danke schön für den Support und danke, dass du hier warst. Hat mich gefreut. Wir haben ein Feldtreffen draus gemacht. Ja. Willst du noch ein Foto machen? Guckt euch an. Guckt euch Olle Zabex links unten an mit der Cap. Ist das scheiße, ey. Hi. Hi. Mein Name ist Sherry Ann. Mein Spitzname ist Sherry. Und wenn dein Leben eine Erfolgstorte ist, dann bin ich die Kirsche oben drauf. Boah. Ey, wo habt ihr alle die ganzen geilen Sprüche her? Wo kommst du her? Bielefeld. Bielefeld. Ja, raus. Direkt weg. Du siehst ein bisschen orientalisch aus. Wo kommst du? Nee, ich bin nicht orientalisch. Komplett deutsch? Bro, crazy. Ich hab gesagt, die ist so Asian oder so. Deutsch? Ja, nein. Meine Mutter ist Philippinin. Ah, okay. Philippinen? Ja. Geil. Bist du auch manchmal da? War ich in der Vergangenheit oft, aber ja, jetzt habe ich andere Ziele. Ja. Du wolltest schon immer mal dahin, weißt du? Echt? Ja. Da kannst du mit mir hin. Ja, ehrlich? Ja, dann lass mal hingehen. Du bist weiter. Ja, super. Ey, Mann, ich fänd's auch einfach so geil, wenn es einfach so jemanden wie Kelvin als Bachelor mal geben würde. Der dann auch so nicht so wie so beim Bachelor, da werden immer so, der ist so, wird so 5-mal mit irgendwem geschlafen, sondern der einfach mit allen 20 konsequent einfach schläft. Einfach wirklich mit allen 20 einfach mal einmal schön durch einfach, Bro. Ey, das wäre so geil. Oder auch so ein Charakter wie so Monte oder so. Bro, das wäre so geil. Wir brauchen sowas. Er hat auch so einen Typen, oder? Stell dich vor Monte als Bachelor, Bro. Hi, was geht? Hi. Du kennst mich doch schon, nur ich muss doch nichts mehr von mir erzählen, oder? Oh nein, oh nein, oh nein, er hat keine Ahnung. Bro, oh Gott, ich kenne diese Momente. Kennt ihr, wenn Leute so zu euch sagen, also wenn Leute von euch erwarten, dass ihr deren Vornamen sagt und ihr wisst aber nicht, wie die heißen? Ich weiß nicht, ob ihr mal in dieser Situation wart. Nee, okay, es passiert manchmal. Und dann sagen die so, ey, wir kennen uns doch. Und du bist so, yo. Ja, doch. Was willst du denn noch wissen? Welche schöne OP hast du schon? BWL, Nasen-OP. Ach, okay, krass. Wusstest du das nicht? Nee. Du kommst aus Köln? Ja. Ja,
Ja, du bist ja eh weiter, ne? Aber ich wollte trotzdem mal ein bisschen mit dir quatschen. Was? Ja, hat... ja, ich weiß, hast du mich auch schon zu Jahres nach Hause eingeladen. Zu mir nach Hause? Ja. Hab ich das? Ja. Oh, ist das unangenehm. Er hat keine Ahnung, Bro. Er versucht es nur zu playen. War zweimal zum Whirlpool. Was? Ja? Ja. Wartest du noch? Ja, ich warte noch. Okay. Okay. Oh! Ist das unangenehm, Bro. Mach sie weg. Nein, du bist weiter. Okay. Oh, Digga, er hat keine Ahnung, Bro. Er weiß gar nicht. Bist du nüchtern? Nee, du? Ja, immer. Bist du nüchtern? Hä? Was war das gerade für ein Fiebertraum? Bro, das ist so eine Psychose. Hi, Kelvin. Hi. Bro, und ihr müsst halt checken, deswegen sage ich das halt auch immer. Bro, dieses ganze Trash-TV, klar, das wird in irgendeine Richtung immer geleitet, aber das ist schon real. Die Leute sind einfach nur unfassbar genial gecastet. Bro, wie geil ist einfach so ein Charakter wie Kelvin? Und davon steckst du einfach 10 in so eine Villa, Bro, und es ist einfach nur eine komplette Katastrophe. Es ist echt, ich liebe Trash-TV, Bro. Es ist auch an einem Level angekommen, wo ich mich dafür nicht mehr schäme. Es ist mir scheißegal, Bro. Ich liebe es einfach. Das ist das Beste, was man gucken kann. Hi, Kelvin. Hi. Ich heiße Astel und ich komme vom ADAC. Ich muss dich heute leider abschleppen. Bin ich so aufpassen, sonst ist geil, dass du auf jeden Fall. Bin's nur ich oder sind's meine Kopfhörer oder sind von den Mädels die Mikrofone einfach alle so viel zu laut und übersteuert? Ist immer so... Bro, holy shit, chill. Digga, entspann dich mal. Einfach so ein Hugo-Mike. Und funktioniert auch? Genau, oder? Wo kommst du her? Ich wohne in Köln-Mülheim. Ja, da kenne ich einige. Was machst du in deiner Freizeit? Sport, kochen, Bier brauen. So. Bierbrauen? Mhm. Bierbrauen? Ja, ja. Also kannst du dein eigenes Bier herstellen? Ja, ich kann mein eigenes Bier herstellen. Ach krass, ja. Heftig. Mein Problem ist, ich kann leider nur... Ja, alles klar. Deswegen, das tut mir leid, aber richtig korrekt Bierbrauen. Schick mir mal eins zu gerne. Das mache ich gerne. Super. Schick mir mal eins zu gerne. Hi, ich bin Luisa und bin 23 Jahre alt und du siehst aus wie ein Stier und das passt perfekt zu Steinbock. Aus. Weg. Er lacht sie einfach aus. Er lacht sie einfach aus. Ich mach so ein Spiel. Ich find's geil, wie Selina ganz rechts noch nicht eine Sache gesagt hat. Und da möchte ich nochmal kurz dran erinnern, dass Selina, als sie angefangen hat, Streaming zu machen, mich mal gehostet hat und ihr Twitch-Name ist oder war, ich weiß nicht genau, Z-Selina, die Allerechte. Und ich hoffe wirklich, Selina, dass inzwischen dieser Twitch-Name geändert wurde. Weil das muss der allerbeschissenste Twitch-Name sein, den es jemals gab. Digga, twitch.tv/Z-Selina, die Allerechte. Digga, ich wollte mir da schön einfach mal mit der Glock 18 in den großen Zeh schießen, als ich das gelesen habe, Bruder. Das war wirklich, das war einfach, ist immer noch so. Oh Mann. Aus! Ich mach so ein also Steinbock von deinen Sternen. Ja. Guckst du auf so Sternzeichen? Eigentlich nicht, aber ich kenne mich halt damit ein bisschen. Bro, hat er gerade Sternzeichens gesagt? Also Steinbock von deinen Sternen. Ja. Guckst du auf so Sternzeichen? Eigentlich nicht, aber ich kenne mich halt damit ein bisschen aus. Sternzeichen. Okay, ich bin Fisch. Kannst du mir irgendwas über mich sagen? Also tatsächlich passt das so von deinem Äußerlichen gar nicht zu dir, weil die sehr schüchtern und eher in sich gekehrt sind. Ehrlich? Mhm. Ja, ich glaube eh nicht an so einen Kram. Ja, ich auch nicht. Er nimmt mich gar nicht ernst. Wo kommst du her aus? Aus Hamburg. Aus Hamburg? So weit? Bist du jetzt so weit weg? Nicht dafür, nein. Ach so, ja. Ich arbeite hier. Schade. Also arbeitest du nicht mehr? Ja. Als? Foyerleitung im Theater. Ja, was macht man da so? Sich so um die Gäste kümmern, alles was so nichts mit den Darstellern zu tun hat, sondern in den vorderen Bereich. Oh je. Ja, die wirkt aber korrekt, aber die passt null zu Kelvin, Alter. Wirklich. Ich glaube, so Kelvin braucht so eine leicht asoziale. Checkt ihr? Jetzt ist nicht jetzt nur negativ gemeint, aber ihr checkt, was ich meine. Es wird so slide in die Richtung Sternzeichen Frankfurt gehen. Und ich glaube, das würde richtig gut zu ihm passen, Bro. Wie heißt das? Genau. Welche ist deine beste Vorstellung? Ach so, das ist immer das gleiche aktuell, Moulin Rouge. So eine Kachi, Bruder, Mann, Alter. So meine ich das nicht. Ich meine das nicht böse. Eine junge Kachi ist auch so ein dummes Wort. Was heißt das überhaupt? Heißt das nicht einfach Schlampe auf Türkisch oder so? Das ist so sehr mit sexy Klamotten da. Ja, das wäre was für ihn. Du bist weiter. Oh, okay. Okay, danke. Ich hab... Okay. Danke. Wieso hat er sie ausgelacht? Das verstehe ich nicht. Digga, das ist, ich finde, das ist bis jetzt das most random von diesen 15 Frauen versus Videos. Das ist so random, oder? Hi. Ja. Ich bin die Ilona, ich bin 33, wir kennen uns vom Party. Ich komme ziemlich am Ende, weil das Beste kommt ja zum Schluss. Wir kennen uns vom Party? Mann, Digga, dieser Typ. Dieser Typ, Bro. Natürlich. Wo haben wir uns zuletzt gesehen? In Diamonds.
Okay, ich bin immer relativ gut dabei auf den Partys, deswegen. Ich auch. Aber ich erinnere mich auch nicht. Glaubt ihr, ey, dass ich... Glaubt ihr, er hat auch nur ein Stück von der Ahnung, wer das ist? Safe, du kannst voll gut tanzen, ne? Kann gut möglich sein. Kannst du auch twerken? Bestimmt. hast du schon mal Reality-TV mitgemacht? So ein bisschen. Wo? Ich war bei Andres, der erste Staffel. Das Bett, Date im Bett, ein bisschen angezogen. Ah, geil. Geil. Das guck ich mir an auf RTL 2, ist bestimmt noch drin, wa? Ja, ja. Ja, cool. Da guck ich mir auf jeden Fall an. Ja, ich würde mal sagen, du musst weiter. Und danke. Die ein oder andere. Da war schon ein Vibe, oder? Aber du wusstest nicht, dass ihr euch kennt, oder? Doch, aber kennst du das nicht auf Partys? Aber wir haben schon so ein, zwei, wo ich dachte, das könnte verraten sein. Also ich glaube dir in dem blauen Outfit. Ja? Haben wir auch das Outfit, ne? Ja. 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 Ihr habt dich verstanden. Sag mal. Askim. Kevin hat 8 Frauen in die zweite Runde gewählt. Bei dem Picknick lernt er sie genau... Wirklich, dieses Voice-Over von Revi ist so goofy, Alter. Kevin hat 8 Frauen in die zweite Runde gewählt. Bei dem Picknick lernt er sie genauer kennen und nimmt 3 von ihnen in die finale Runde. Ins Bett. Na? Hallo, na? Alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Ja, ich habe gesehen, du hast den Kuchen schon gegessen. Hat er geschmeckt? Ich habe noch nicht gegessen. Ich hab nur mal... Soll ich dir mal ein Stück geben? Soll ich dir mal ein Stück geben? Ja, ja. Du musst den auch probieren, ne? Weißt du, was du denn probierst? Und jetzt will ich ihn von dir bekommen. Derselben Gabel? Ich hab da kein Problem mit. Nee, klar. Boah, wie in der Werbung so abgewissen hast du. Ich schwöre. Oh, das ist unangenehm, Bro. Nein. Du warst noch nie im Reality oder so. Du kommst ja nicht so bekannt vor. Nein. Kennen wir uns? Wo würdest du am liebsten hinwollen? Are you the one? Ja? Bro, man merkt es doch so direkt, oder? Ich finde, das ist so ein Charakter, so ein richtiger Trash-TV-Charakter. Ich meine, das ist gar nicht mal böse. Ich bin ein sehr großer Trash-TV-Fan. Ich finde, das fittet voll zu der. Das ist so, ich habe das Gefühl, auf der Straße würde sie angesprochen werden und von uns so gescoutet werden. Mhm. Ist dein Lieblingsformat? Schon, ja. Bald kommt die neue Staffel, ne? Hab ich gesehen. Wie findest du Sophia? Mega korrekt. Korrekt, ne? Ohne sie wäre die Staffel nicht so wie sie. Das stimmt. Ist. Bevor die 30 Sekunden vorbei sind, erklär doch mal, was dein Typ ist. Mein Typ Frau? Mhm. Tatsächlich habe ich keinen Typ Frau. Oh, alles. Weil es gibt schöne Frauen mit, ja. Also schöne deutsch aussehende Frauen, schöne orientalische Frauen. Ich finde dann eher so Ausstrahlung, Charakter ist halt sehr wichtig und so, weißt ich du? Das ist meine Ausstrahlung, mein Charakter. Sie will auch. Ja. Sie ist pushy, ne? Ja, ja. Also auf jeden Fall top, top, top. Ich darf nur 3 weiterlassen, es tut mir so leid. Was? Bro, was? Er knallt sie raus? Gut. Es tut mir so leid, aber schön, dass du alles da warst. Alles gut. Meld dich mal. Mal. Es ist wirklich, es ist so unfassbar cringe, ich kann nicht mehr. Der Vibe war halt, das war so ein bisschen unangenehm. Was ja, komplett sehen, ne? Unangenehm. Ja, ja, ja. Lass du mich aus? Nein, ich wollte nur, weil ich einfach Kuchen gegessen habe, heimlich. Erstmal muss ich sagen, gut, dass du meine Schwester rausgewählt hast, sonst gibt es ja Konflikte. Moment mal, was? Die ist mit ihrer Schwester hier? Bei deiner Schwester hier? Ja. Wer war denn deine Schwester? Die mit dem Ass. Aber die ist ja jetzt weg. Oh, habt ihr so... Oha, die alte Schrulle ist jetzt weg. Die alte Sau, die alte Drecksau ist jetzt weg. Bro, wie sie das sagt. Eigentlich gar nicht, aber... Hattet ihr schon was mit dem Die Band? Olle. Nee. Noch nie? Nee. Hast du auch Geschwister? Ja, ein Bruder. Oh, versteht euch gut? Ja. Ja? Ja. Sehr Wir hatten auch schon mal was mit derselben und so. Ja. Chilliger Side-Fact. Was denn beruflich? Ich war Managerin im Marketingbereich und bin jetzt selbstständig. Als? Auch im Social-Media-Bereich. Management? Nee, nicht mehr. Sondern? Ja, so auch Twitch, YouTube und Co. Ach, krass. Oh. Kannst du mir so einen Job bei Twitch besorgen? Einen Job bei Twitch? Ja, du musst einfach anfangen. Ja? Ja, du hast doch schon eine Reichweite. Stumme. Kannst ja auch IRL. Digga, stell dich vor, Calvin, schön in der Runde Among Us drin, Alter. Schön in die Bruch-Challenge mit Edi rein. Aber ich bin kein Gamer, ich kann Nein, nicht. Nein, du kannst auch IRL machen. Was, IRL? Du läufst auf Malle rum und filmst dich dabei. Wie? Gibt's das schon? Ist das, ja, ist natürlich. Das, ey, jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. Haben deine ganzen Kollegen dir noch nichts davon erzählt? Das macht aber hier der Marc Eggers und so, ne? Ja, ja. Ach, die ja, ja, großer Streamer. Lass mich bitte raus, ey. Du kannst beides machen. Ja? Ja? Ja, geil, Alter. Jetzt hast du mich aber auf eine neue Idee gebracht. Deswegen schön, dass du da warst, aber ich kann nur 3 weiterlassen. Es tut mir leid. Oh nein. Ich kann noch 3 weiterlassen. Viel Erfolg noch, ne? Bis dann. Dir auch, ciao. Digga. Ja, so ein Hühnchen. Dachchen. Ne? Und? Hast du heute schon gepumpt? Nee, gleich erst. Gehst du doch? Ja. Was steht heute an? Beine. Beine? Hm. Boah, steht gestern Beine. Oh. Ich hasse Beintraining. Ich liebe Beintraining. Ja? Ja, aber Rücken ist. Wenn du einen guten Rücken hast, bist du dabei. Nee, wobei? Ja, bei mir. Ach so. Ja. Habe ich guten Rücken? Checke. Warte. Boah! Ah. 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 Ah.
Maschine! Ja. V-Star oder was sagst du? Ja. Geil. Möchtest du einen Schokokuchen? Nee, aber ich würde den Hugo nehmen. Hä, hey, was? Jetzt Hugo, Alter. Aber Hugo ist doch gar nicht in der Folge dabei. Ja, klar. Aber ne, nur nüchtern trainieren. Ja, natürlich. Aber so, ja, aber ich Halt's Maul! Ja, ja. Aber schön, dass du hier bist. Ich stoß mit dir an. Freut mich. Ja, voll. Ja, gehst du oft feiern und so? Ja. Wo? Ballermann in Mülheim. Och, ja. Warst du da, als ich da war? Nee, leider nicht. Ich hatte Nachtdienst. Ja, Ballermann Mülheim ist ein geiler Laden. Ja, ja, geht, ne? Ich muss leider Schluss machen. Die sagen mich von außen. Ist okay. Tut mir leid. Nimm den Hugo mit, aber ich muss leider nein sagen. Ich darf nur drei Leute weiterlassen. Bruder, er knallt alle raus. Ja, aber die haben doch geweint. Ich dachte auch, die haben geweint. What the fuck? Das ist so ein riesen intimes Gespräch und das wird, als würden die heiraten. Dann sagt er nein. Ich glaube, der will gar keinen guten Charakter. Der will nur den Kuchen essen. Der knallt sich den Apple Pie rein, Alter. Der ist wirklich, der halbe Kuchen ist weg, Mann. Hi, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Kann ich dir irgendwas Leckeres zu essen oder zu trinken anbieten? Gern so einen Keks. So einen? Nein, doch lieber so eine Weintraube. Ach so. Warte, komm her. So. Oh, Gentleman. Ja, normal. Willst du einen Hugo? Raufen? Kriegst Wollen wir uns nicht über unterhalten? Ja, ich wollte erst nur höflich sein. Das ist okay, alles für dann machen wir mir einen Hugo. Ja, okay. Oh, es ist unangenehm, Bro. Ich glaube fast, die Folge ist unangenehmer als die mit Hugo. Du kommst aus Bielefeld. Genau. Bielefeld gibt's gar nicht, habe ich gehört. Ja. Ich bin ja öfters hier. Also, ist ja meine zweite Heimat sozusagen. Ja, Köln? Ja. Was machst du denn immer hier? Drehen. TV. Was denn? Ich bin ja aus der Medienbranche. Aber was machst du denn genau? Eigentlich alles. Also ich mache Filmregie, ich bin Videografin, ich bin vor der Kamera. Ich bin Werbemodel. Ich bin vor und hinter der Kamera, genau. Ach, krass. Ja, für verschiedene Brands. Für? Und zum Beispiel, also ich mache viel für Kataloge. Ich mache. So unterwegs wahrscheinlich. Nein, so, gar nicht. Nein, schon seriös. Und? Ja, Mann, weil Unterwäsche und Models sind nicht seriös, das wissen viele. Ah, oh, Digga, das ist so unfassbar unangenehm. Dating-Geschichten? Habe ich gemacht. Was denn? Take me out. Ja, normal, normal. Ich krieg von außen, seit die eine Minute ist um. Ach, oh, ich darf nur drei Leute. Ja, raus. Sei kein Arsch. Sei kein Arsch! Raus. Scheiße. Komm, du bist weiter. Oh, shit. Dankeschön. Gerne. Na? Hi, wie geht's? Gut, dir? Oh, das ist so unangenehm. Ja, ich habe das Gefühl, er lässt die jetzt weiter, einfach nur, weil er das Gefühl hat, er muss das machen, weil die sich ja anscheinend schon kennen. Ja, hast du schon gewusst? Natürlich. Darf ich dir irgendwas anbieten? Nee, ich esse nichts, vielleicht zum Training. Meint ihr, sie checkt, dass er sie nicht mehr kennt? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass sie das checkt. Echt, was machst du dann? Ja, Ganzkörper. Also, oh, es wird Ganzkörper? Ja. Seit wann bist du eigentlich Single? Nee. Seit 2 Jahren. Okay. Und du? Seit Temptation Island. Ja. Ja. Richtig. Du wohnst ja in Köln. Alleine, richtig? Nee, ich wohne nicht alleine. Ich wohne auch mit Familie zusammen. Mit Mama und Papa? Ja, und meinem Bruder. Ach krass, ja geil. Ja, so wie du. Du haust ja mehr Sachen über mich raus als ich selber, wa? Soll ich damit aufhören? Nein, kannst du ruhig machen, aber so die Whirlpool-Einladung hätte auch privat bleiben können. Ja, es tut mir leid. Das ist nicht schlimm. Im Gegenzug lade ich dich mal zum Whirlpool ein. Hast du auch einen? Ja. Was denn für einen? Wir haben so einen Swim-Spa mit Pool. Digga, sorry, Alter! Weird Champ, reicht. Okay, ja, beide einen Whirlpool. Okay, sorry, ich hab keinen. Beheizbar und alles. Was hat die? Du lernst ja auch deine Eltern direkt kennen. Ja, oder lernst du dich einfach, wenn du sturmfrei hast? Ich hab nie sturmfrei. Meine Eltern sind immer zu Hause. Sind sie nicht im Urlaub dieses Jahr? Wir waren schon im Urlaub. Ja, dann sehen wir uns doch sowieso. Dann sehen wir uns doch sowieso. Das ist so ein unangenehmer Talk. Ja, hör mal. Dann sehen wir uns doch sowieso. Ja, schlagt euch. Ja, ja, ja. Da gebe ich 2 anderen Mädels die Chance, hier noch weiterzukommen und wir sehen uns sowieso. Okay. Ist das oh. Ja, können wir so machen. Ja, ja. Wahrscheinlich macht er sie nur deswegen raus, oder? Boah, das hat er mal gut gelöst. Hat er gut gelöst, sie rauszubekommen. Bro, gut gesaved. Jetzt kommt die mit dem Blauen. Ja! Nee. Das muss die mit dem Blauen sein. Oh, der Blick! Das muss die mit dem Blauen sein. Nee. Der Mann weiß, wie es geht. Wie geht's? Gut, und dir? Gut, und dir auch? Willst du Hugo trinken, ein bisschen Alkohol? Ja, aber... Ist die sauber? Ich hab neu eingestellt, ja. Die sind alle jede Runde neu. Ja, komm. Ich hab extra schon mal eingestellt, weil ich dachte, damit ich stoße auf jeden Fall an. Ja? Ja, auf was denn? Auf uns. Ach so. Ja, natürlich. Ey, ist das deine richtige Aufgabe? Ja, siehst du. Die Lache, Bro. Wo bist
du am liebsten essen können, Lena? Kolbstraße. Kolbstraße? Geil, ne? Ja. Da müsst ihr unbedingt mal hingehen. Ja. Und wo gehst du am liebsten Urlaub machen in der Türkei? Aşkım? Antalya. Antalya? Canım. Wie eine Möwe. Ja. Magst du kuscheln? Ja. Wer? Ja. Ich auch, ich schwöre. Oh, er finde ich so gut. Können wir vielleicht testen? Ja, gerne. Dann kuscheln wir bald. Haben wir uns verabredet. Erst Döner essen, dann kuscheln. Ja, und dann? Was du willst. Reinspazieren. Reinspazieren. Ich dachte auch, das ist einfach. Ja, okay, ich dachte auch eher das andere. Reinspazieren. Ach so. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Aber kann auch zweideutig sein, ja. Das war sehr zweideutig. Mhm. Hast du Haustiere? Ja. Was für ein? Ein Hund. Welchen? Chihuahua Pinscher. Wie heißt er? Diva. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Digga, das Mikrofon war nicht bereit für die Lache, ne? Die dachten so, hey, eine ruhige Maus. Wir machen so, drehen das Mikrofon so ein bisschen lauter. Wir machen das so auf 8 von 10, Bro. Und dann kam aber die schöne und das Ding komplett am Übersteuern, Junge. Mikrofon kommt gar nicht mehr klar. Nein, die ist nicht bezahlt. Boah, mir wird langsam heiß. Mir auch. Apropos heiß, sie ist da. Hi. Hi. Na, wie geht's? Gut, und dir? Ja, die lässt ja doch auch weiter. Bitte. Hugo. Was trinkst du sonst so? Champagner. Oh, gehst du auch so auf Yacht und so? Ab und zu. Hast du nicht gehört, dass er sagt Dubai und so am Anfang, ne? Gehst du gerne mal hin. Was geht so in Dubai? Wie ist die Lage? Also Dubai und Girls, wenn ich das höre, dann connecte es in meinem Kopf immer mit diesen, wie heißt es, dieses Porta-Potty-Ding? Ich weiß nicht, heißt es so? Ich weiß nicht, wie ich das richtig ausspreche gerade. Es ist ziemlich deep, die Story. Müsst ihr mal euch irgendwie durchlesen. Das ist ziemlich crazy. Das ist so viel mit so Scheiße, Pisse und so. Ist wild. Ja? Zu warm. Macht Spaß. Cheers. Macht blau, ne? Schön, dass du hier bist. Boah, nix so viel. Oh, Scheiße, Pisse und Kamele. Ist ziemlich weird. Seid auch Familie und so? Ja. Ja? Hast du Kinder? Ja. Wie viele? Eins. Cool. Und Haustiere? Auch. Was denn? Ein Hund. Was für ein? Pomeranian. Und wie heißt der? Maya Moncler. Mein Gott. Bro, Pomeranian ist Nojo, so ein klassischer 1 von 10 Hund. Ich finde die so scheiße. Maya Moncler. Geil. Ja, stimmt, deine Hobbys sind ja auch Tanzen und so, ne? Leidenschaftlich, ab und zu. Leidenschaftlich. Ja, Akani 0 von 10. Akani ist der größte Nuttensohn von allen. Real Rap, ich hasse Akani. Der Hund von Revi ist die Hölle. Der kann mal bitte Kevin seinen Nippel einpacken, WTF. Kannst du mir nicht eine Eilage geben? Was willst du sehen? Twerken? Ein bisschen? Ein bisschen. Geil. Geil. Echt? Geil. Ja, läuft. Du bist weiter. Okay. Boah, was gucken wir hier, Digga. Mike. Hallo. Oh, hi. Hi. Scheiße, ich hab gedacht, wir wären jetzt schon durch. Ja, und das war ja echt da wirklich so für mich meine Favorit. Ach nee, danke. Ja? Ja, nee, du hast mich vergessen. Fuck. Machst du ein Stück Kuchen? Ach nee, danke. Ey, der ist voll. Mir ist der Appetit vergangen. Ehrlich, wieso? Wir sind jetzt raus. Scheiße, ey. Aber... Mann, Hugo? Nee, danke, ich bin ein bisschen erkältet. Echt? Mhm. Scheiße, ey, ich bin so ein Idiot, ne? Ach, alles gut, ist doch nicht schlimm. Du hast ja 3 gute ausgewählt, die passen zu dir. Findest ich glaube, ich bin eh ein bisschen zu jung für dich. Wie alt bist du denn? 23. Ach so, ja. Ja. Ich hab jetzt gedacht, irgendwie 18 oder so. Mhm. Wie alt war dein letzter Ex-Freund? Ich hatte keinen. Wie? Hast du noch nie einen Freund gehabt? Nee, ich hab keinen Ex-Freund. Warst du noch nie in einer Beziehung? Mhm. Wieso? Weiß nicht, war nie der Passende da. Ehrlich? Mhm. Dieser Mann ist sicherlich der Richtige. Zu schade. Kann das? Ja, weiß nicht. Ich hab ein paar Ansprüche. Welche denn? Also ich achte eigentlich hauptsächlich so auf Humor, auf wie diese Person mit anderen Leuten umgeht, okay. Wie sie mit meiner Familie harmonieren. Ja, das ist auch richtig so. Finde ich gut. Ja, macht jeder Mensch. Ich achte darauf, ob er Musik hört, ich achte darauf, ob er 3-mal am Tag Mahlzeiten zu sich nimmt. Bro, das sind normale Sachen, auf die man achtet. What the fuck, Bro? Ja. Scheiße, Alter. Digga, ey. Ja, alles klar. Ansonsten... Ob er atmet. Doch. Wenn du mal keine Beziehung hast, sagst du Bescheid.
Ja, mache ich vielleicht. Okay, das hat mich gefreut. Ciao. Wer ist euer Favorit denn für mich? Boah, Bro. Doch, blau, blau, also blau, blau. Mann, Junge, hat der Kameramann irgendwie einen Schlaganfall, Bro? Die Kamera ist so am Wackeln, Alter. Wer ist euer Favorit denn für mich? Boah, Bro. Doch, blau, blau, also blau, blau, blau. Junge, safe. Kameramann hat heute noch keinen Zucker. Digga, Kameramann verliert es komplett. Ich hab gedacht, dass ihr wirklich ein Paar sein könnt. Ja, ja, ja. Digga, also man hat das Gefühl wirklich, der Mike ist so da. Nächstes Jahr Temptation Island, seid ihr da? Ihr zwei, Digga, als Paar, wirklich jetzt. Ja, ehrlich? Doch, for real. Wir haben die ganze Zeit gelacht, die ganze Zeit dieses... Yeah, yeah, yeah. Aber du kennst sie nicht, oder wie? Nee. Nee. Und was ist dein Favorit? Was sagst du? Ja, Selina hat noch nicht einen einzigen Satz gesagt, ne? Hat Selina schon irgendwas gesagt? Ich gucke jetzt letzte Runde an. Es gibt immer eine Person, die nichts sagt in diesem Format. Na, im Bett. Ist normal. Wer am besten im Bett ist. Oh. Also, ja, doch, sie hat einmal unnormal gesagt. Okay, okay. Let's go. Hol sie dir, hol sie dir. Hi. Ja. Komm her. Ist es schon heiß, oder? Was sagst du? Nein, Spaß. Das geht. Ich hab gefragt, ob du schon heiß bist. Ja, na klar, und du? Ja, du sowieso, ne? Das ist so unangenehm! Ja, das ist irgendwie doof, ne? Ja, komm, das oh, Bro! Gut, so. Oder dieses kleine Kackbett, Bro. Wirklich, da hat ihre Vincent GmbH mal wieder keinen Cash gehabt für ein richtiges, Digga. Wo wir das alte scheiß Kinderzimmerbett von Revi da hingestellt, Junge. Also ich dachte, normalerweise zieh ich immer meine Schuhe aus dem Bett, weißt du? Das ist okay. Wie, worauf stehst du denn so im Bett? Wild, abwechslungsreich. Ja? Ja. Echt? Ja. Wie stehst du zum Küssen beim ersten Date? Das kann man machen, wenn es passt. Okay. Was ist deine Lieblingsaugenfarbe bei Männern? Blau. Nein, wirklich jetzt. Ja? Ohne Spaß, ja? Magst du blaue Augen? Ja. Ja, blaue Augen sind big, Bro. Okay, krass. Aber die Kreuzfahrt ist auch krass, ja. Kreuzfahrt durch die Karibik mache ich jetzt auch noch. Kreuzfahrt durch die Karibik. Das ist mein nächstes Ziel. Ja, krass, Mann. Hey, mit Schiffe fahren. Ich gehe nur auf Partyboot. Hey, die haben auch Partys da oben im Berg. Ja, ich bin einmal nach Bahamas damit gefahren. Das war mega cool. Partys, trinken, Pool. Echt? Ja. Genau dein Ding? Ja, voll. Meinst du auch? Dann danke ich dir auf jeden Fall, ist so komisch, dass du hier warst. Mhm. Ich weiß schon, dass ich es wahrscheinlich nicht bin. Warum? Habe ich so ein Gefühl? Ich bin gespannt. Ich auch. Vielleicht überrascht du mich ja. Vielleicht. Oh, es ist so unangenehm. Ich kann nicht mehr. Es ist wirklich 10-mal mehr unangenehm als es mit Hugo. Ich kann wirklich, das ist die schlimmste Folge. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Oh, Digga. Das war spannend. Hey. Hey. Askim! Auf dich habe ich ja schon gewartet. Jahrelang oder nur für den Moment? Mein ganzes Leben lang schon. Wie geht's, alles klar? Okay, Bro, chill. Was geht jetzt ab? Ja, klar. Kuschelst du gerne? Ja. Ich auch, ich mag das, ich liebe das. Ich liebe dich, dein Arm, was willst du noch? Ja, aber sie wirkt echt korrekt. No, Joe, sie wirkt sehr korrekt, finde ich. Ja, krass. Worauf stehst du so im Bett? Wir sind verliebt, wir sind in Love, Mann. Wir sind schon als Paar hier angekommen. Muss ich das sagen hier? Nein, 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 musst nicht. Ich wollte nur fragen, weil wir sind im Bett und deswegen ergibt sich die Frage so einfach, weißt du? Auf was ich stehe? Ja. Auf alles. Alles? Ja, alles ist gut, ne? Ja. Und wie ist, guck mal, stell mal vor, du hattest dein absolutes Traumdate, ne? Wie sieht dein absolutes Traumdate aus? Mit dir. Ich find's auch geil, wie sie meinte, muss ich das sagen? Er meinte, nö, musst du nicht. Kurz darauf sagt sie es einfach. So, Bro, what the fuck? Und no joke, seit 4 Runden ist dieser Nippel-Expose von Kelvin. Kann der den bitte mal einpacken? Also nicht, dass jetzt Männer-Nippel jetzt irgendwie nicht attraktiv sind, aber es guckt so einer so auf Krampf raus. Checkt ihr, was ich meine? Es sind, wenn der Oberkörper frei wäre, okay, aber Bro, es ist so einer, der ist so, vor allem, es ist auch nicht so, der ist nicht so komplett exposed, sondern der ist so gerade so an der Kante. Die irgendwo am Strand liegen. Am Strand liegen? Ja. Tags oder abends? Beides. Ja, wann warst du denn zuletzt am Strand? Ich war voll Ewigkeit nicht mehr am Strand. Ich muss unbedingt wieder an den Strand. Sollen wir zusammen? Wann denn? Demnächst? Ja, können wir machen, ja? Wo denn? Wohin denn? Weiß nicht. Na, Goldstrand. Er hat keine Ahnung, wo das ist. Ja, wäre ich dabei. Ja, ich auch. Ja? Mhm. Ist hier eigentlich nicht warm in diesem Teil hier? Ja, schon. Das, achso, ja. So war das jetzt nicht gemeint, ich schwöre. Ja, krass. Und wenn du
einem. Es ist ein bisschen so, als würde man so 14-Jährigen zugucken, die so ein Date haben, oder? Checkt ihr das? Das ist so ein bisschen so, stelle ich mir so ein Date in der 7. Klasse vor, irgendwie. Ich weiß nicht, das ist das, besser kann ich es nicht beschreiben. Wunsch frei hättest in deinem Leben, welcher wäre das? Einfach mit dir. Ja. Wie, einfach mit dir? Mit dir sein. Die Knossi-Lache. Ja. Oder bist du schon flachsen? Nein. Nein. Ne, ehrlich? Ja. Boah, krass. Voll süß, Alter. Echt? Krass. Und kennst, guckst du auch so YouTube und so manchmal? So dich. Okay, gut. Nur noch mich gucken. Ja. Okay, Aschkim? Tamam, Canım. Ja, wirklich, diese Lache wird mich heute noch in den Schlaf verfolgen, Leute. Ich muss leider Schluss machen. Noch nö. Oh, doch. Das war mal kurz. Das war kurz, ne? Kurz, Digga. Aber, ja, wir sehen uns ja wieder. Kevin, lach sie nicht aus, du lachst genauso. Shut the fuck up. Wenn nach dem GV der Basti und Kevin-Abend angemacht wird, weißt du, sie ist die Richtige. Gott, Junge, ich will so eine Donation nie wieder lesen müssen, danke. Das war kurz, ne? Ja. Aber, ja, wir sehen uns ja wieder. Ja? Na klar. Wir gehen noch Dings essen. Jetzt. Döner. Tamam, okay. Oh! Okay. Ja, okay, dann gleich habe ich Entscheidung, ne? Ja. Und dann Okay. Tschüss. Okay, bro. Hi. Na, wie geht's? Gut, dir? Ja, klar. Magst du auch ein bisschen chillen? Ja, aber es ist zu warm zu kuscheln. Ja, stimmt, ja, hast du recht. Das Ding ist cool, ja. Bist du eher Beziehungstyp oder so? Single gönn. Ich war tatsächlich immer in einer Single gönn. Beziehung. Ich bin seit 2 Jahren das erste Mal Single. Echt? Single gönn, Digga. Oh, krass. Ich war auch verheiratet. Ehrlich? Ganz früh geheiratet. Wie viel? Ja, mit 18 geheiratet damals. Tschüss. Mit 21 Mal angehoben. Ja, das ist richtig früh. Tschüss. 18 geheiratet. Tschüss, Bro. War das in Deutschland oder war das? Das ist mein Landsmann. Ach so. Ja. Ja, krass. Aber ja, geil. Also. Ach so. Entschuldigung. Sag mir das doch. Sorry, ich. Wenn du. Worauf stehst du so im Bett? Ich bin dominant. Boah. Ey, no joke. Es ist wirklich so, als würde man einfach 2 15-Jährigen zugucken. Oder beziehungsweise er auf jeden Fall, Bro. Er ist so 15 Jahre alt. Erste Mal Titten gesehen. So, das ist so, da ist er so immer noch. Also ich setze mich dann auf dein Gesicht und ich entscheide, wie lange ich da sitze. Yo, what the fuck? Bro, guckt euch Revi an. Revi so. Ja. Auf dein Gesicht und ich entscheide, wie lange ich da sitze. Yo, what the fuck? Okay, das ist eine Ansage, Alter. Ich hab mich gefreut, dass du hier bist, hier immer noch warst. Am Ende habe ich eine Entscheidung und ich werde mir das jetzt alles nur durch den Kopf gehen lassen und dann gucken wir mal. Okay. Ciao. Ciao. Hey, jetzt gehen wir rüber und wir schauen mal, wie er sich entscheidet. Let's go. Ja, oh mein Gott, wen wird er wohl nehmen? Okay, can't wait. Ich fand lief okay, ne? Lief Bro, gut. Du hast da abgerissen. Das haben wir noch nie gesehen so. Das haben wir noch nie gesehen. Was denn? Dass dir so viel los war auf einmal. Eine tanzt, du bist da was am Küssen und so. Ja. Stabil. Ja, man muss ja mal gucken, ne? Ja, hast du dir Gedanken gemacht? Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Waren also alles 3 Top-Mädels. Na klar, alle. Warum hat Revi eine Prada-Sonnenbrille in diesem Video an? Bruder, die sind in der Halle, innen drin. 15 waren top. Alle 15 waren top. Lil Bro denkt auch mal Urlaub. Sowieso. Alle 15 ne, Top-Mädels auf jeden Fall. Ja. Super, super, super. Die 3 speziellen auch nochmal. Wollen sehr wir sie nochmal kurz reinholen? Ja, gerne. Okay, kommt nochmal kurz rein, Ladies. Du musst dich jetzt entscheiden, ne? Askim! Oh. Optisch komplett verschieden, ne? Ganz unterschiedlich. Deswegen, ja, deswegen kann ich mich nicht festlegen, ne? Ich finde sowas. So ja, die in Blau passt am besten zu. Aber wo war jetzt der Vibe am meisten? Ja. Soll ich mich jetzt entscheiden? Im besten Fall entscheidest du dich jetzt, es wird jetzt so passieren, du entscheidest dich und wir gehen einfach. Wir gehen. Ihr bleibt hier, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir gehen dann. Ja? Ja. Also, ich glaube am besten gevibed hat es mit Selina in Blau. Alles andere, weißt du? Setzt euch hin, macht euch eine schöne Zeit. Das war's wieder mal von der Folge von 15 Versus, diesmal gegen Calvin Klein. Und wenn ihr Bock dabei habt zu sein, checkt unbedingt mal den Link in den Kommentaren aus. Okay. Google Docs könnt ihr euch eintragen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß da hinten, ne? Macht's gut, ciao, ciao. Bro, dieses Video hat mir sehr dolle Schmerzen bereitet. Ich glaube, das war bis jetzt der meiste Pain von diesem Dating-Format, was wir bis jetzt geguckt haben.